Ja, Freunde, und damit darf ich euch ganz recht herzlich begrüßen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal ein anderes Objektiv auf die Kamera gesetzt und einfach nur den kompletten schwarzen Hintergrund genommen. Ansonsten haben wir immer ein bisschen weiß rechts und links. Wenn das geiler ist und geiler wirkt und ihr mir das Feedback gebt, dann muss ich hier nochmal überlegen, die Wände grau mache und nochmal ein paar Platten hier dran mache, weil ich glaube, so ist das schon ganz geil. Aber das werde ich nach dem Video erfahren. Wir haben heute ein sehr, sehr geiles Ding, was mir spontan die Woche irgendwann eingefallen ist. Und zwar habe ich eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Typische Anfängerfehler beim Shisha-Rauchen. Und da seid ihr auf Instagram komplett ausgerastet. Ich habe mir wirklich nichts durchgelesen. Ich weiß nicht, ob man das hier einfangen kann im Video, aber ich kann mich hier tot scrollen. Was? Ich weiß nicht, wie viele Leute hier mitgemacht haben. Ich ziehe mir jetzt alles rein. Ich werde versuchen, das irgendwie aus Instagram so rauszukriegen, dass ich vielleicht noch den Namen mit einblenden kann. Und ich weiß nicht, wir machen hier die 20 Besten oder so. Vielleicht wird das auch quasi ein Format, weil wirklich so viel ist, dass ich, weiß ich nicht, 5 oder 10 Anfänger-Tipps, Fehler und sowas hier vorlese und quasi darauf reacte auf die Community. Finde ich eigentlich ein überbabermäßiges Format. Falls ihr irgendwie noch Ideen dafür habt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Das Ding ist, wenn ihr das Video seht, schon einige Tage draußen. Das heißt, ich schaue jetzt hier zum ersten Mal hin und gucke, was ihr so Lustiges zu erzählen habt. Okay, typischer Anfängerfehler Nummer 1. Wir fangen jetzt einfach mal chronologisch ganz von unten an. Wir haben hier von Walter15543. Ich mache mal einen Screenshot, vielleicht kann ich das irgendwie einblenden. Kohle drinnen anmachen. Fühle ich auf jeden Fall. Damals war es beispielsweise die Selbstzünderkohle, wo wir einfach eine Zange genommen haben, das Plättchen da rein, dann angemacht. Dann hat die komplette Bude oder dein Zimmer nachgestunken. Dir wurde es vielleicht auch ein bisschen komisch. Egal, Digga, mach die Kohle drauf. Das gleiche auch mit Naturkohle. Kohle drinnen anmachen, auf gar keinen Fall, Freunde. Schon gar nicht in eurem eigenen Raum. Wenn ihr jetzt beispielsweise bei euren Eltern zu Hause einen Shisha-Raum habt, und ihr habt einen Balkon, macht die Kohle mit dem Kohleanzünder-Turbine, was ihr auch immer habt, macht das auf dem Balkon an. Oder, falls ihr es dürft, in der Küche, dann ist es aber trotzdem irgendwie alles im Raum bzw. in der ganzen Wohnung drin. Oder falls ihr ein Haus habt, geht raus, macht das draußen an. Wenn ihr jetzt im 5. Stock wohnt, geht nicht extra runter, sucht euch eine Steckdose und macht es bei Wind und Wetter dort unten die Kohle an. Macht die Kohle bitte nicht in eurem Zimmer an. Ja? Die normalen Kinderzimmer, was haben die, 10, 15 Quadratmeter oder sowas, macht die Kohle nicht bei euch an. Ja? Das ganze Kohlenstoffmonoxidzeug, es ballert euch wirklich die Birne weg. Ja? Es ist nicht geil, es stinkt, es ist nicht gut für eure Gesundheit. Also ganz, ganz wichtig, Kohle auf jeden Fall draußen anmachen oder optional in einem anderen Raum. Dann haben wir das nächste Ding, was wirklich ist perfekt. Ja? Ich denke an so vieles nicht. Zu viel Geld für die Pfeife ausgeben und zu wenig für Tabakzubehör und so. Das ist auch extrem richtig und wichtig. Gerade wenn man Anfänger ist, guckt man natürlich vielleicht auf YouTube, Social Media, Instagram, dies, das, oh, die haben eine Stimulation, oh, die haben die, oh, die, oh, die kostet 300 Euro, die kostet 250 Euro, das kaufe ich mir jetzt erstmal und dann naja, 5 Euro noch für den Tabak, naja, gut, Selbstzünder reicht jetzt auch erstmal. Freunde, am Anfang reicht euch wirklich eine 50 bis maximal 100 Euro Pfeife, ja, was haben wir da? In dem Preissegment, wir haben Aladdin, die ganze Epox-Reihe, das geht klar. Eine Mataleon Mufasa beispielsweise fällt mir jetzt ein, weil die ist klein, die ist kompakt, die sieht schön aus. Da ist Schlauchkopf, alles dabei. Kauft euch nicht, wenn ihr anfangt, eine Pfeife. Eine Chaneva würde ich für den Anfang persönlich auch nicht empfehlen, obwohl ich die extrem liebe. Die kostet auch so um die 180, 200 Euro. Holt euch eine kleine Pfeife. Holt euch jetzt bitte keine Alu-Pfeife oder sowas. Bitte lasst das sein. Oder auch nichts von Amazon, auch wenn das schnell geht. Shisha, Amazon bestellen, geil. Oh, Kopf ist, irgendwie läuft das hier nicht. Also ein bisschen informieren auf jeden Fall, wenn ihr einsteigt. Ja, das macht man, glaube ich, so ein bisschen in jedem Bereich. Ob es so ein Auto ist, Kameras, weiß ich nicht was. Guckt ein bisschen. Es gibt viele Videos, Pfeifen von bis. Ja, ich empfehle euch eine Edelstahlpfeife. Irgendwas findet man da safe. Ja, Aladdin, Mataleon, mal ganz pauschal gesagt. Jetzt wirst du safe was für 80 Euro finden. Und dann hol dir einen Kohleanzünder, ordentliche Kohle. Nicht die Kohle, die gerade im Angebot ist für 1,50 Euro, weil heutzutage 1,50 Euro Kohle, weiß man definitiv, dass das einfach nur die Schmutzkohle ist. Und dann holt euch einen guten Kopf, auch sehr, sehr wichtig. Also Sebastian, Grüße gehen hier raus, sehr, sehr gutes Statement. Dann haben wir den Adrenalin-Junkie, zu wenig trinken während des Rauchens. Wichtig,
Und eventuell noch was essen davor kann ich noch jedem Anfänger empfehlen, weil es ist einfach so, ihr seid es nicht gewöhnt. Selbst wenn ihr Virginia raucht, da ist auch ein kleiner Nikotinanteil, aber ihr seid es einfach nicht gewöhnt. Ja, gerade Anfänger, die, weiß ich nicht, vielleicht mal beim Kumpel geraucht haben, dann wochenlang nicht mehr und sich dann ein eigenes Zeug zu legen, Kohle drin anmachen, nichts trinken, nichts essen und dann haut es euch weg. Ihr kriegt Kreislaufprobleme, ihr könnt im schlimmsten Fall umfallen. Also wirklich für die Anfänger oder Leute, die jetzt anfangen oder angefangen haben, ordentlich trinken, ja, nicht nur Cola, auch mal ein Wasser oder einen Tee. Vielleicht was davor essen, das hatte ich früher mal gebraucht, ja, als mein Kollege damals aus Berlin früh aufgestanden ist, sich einen Kopf gebaut hat. Als ich gesagt, Digga, ich brauche erstmal einen Toast. Ja. Also ein bisschen was für den Magen, allgemein trinken, essen und dann könnt ihr euer Pfeifchen rauchen. Vielleicht nicht aufstehen, Cola anmachen. Ist für einen Anfänger, denke ich, ein bisschen schwieriger. Sehr geiles Ding vom Tim. Ziehen wie ein Bekloppter und dann nach ein paar Minuten Kreislauf bekommen. Fühle ich. Hat, glaube ich, wirklich eins in den Chat, hat jeder gemacht. Oder irgendwelche Challenges. Wie lange kannst du an der Pfeife ziehen? So, das machst du 3, 4, 5 Mal hintereinander. Das ist sogar, also das ist, glaube ich, bei jedem so. Ne? Ob ich heutzutage Virginia nur rauche, wenn du das die ganze Zeit machst, du kriegst quasi keinen Sauerstoff. Der einzige Sauerstoff, den du bekommst, ist der Rauch aus der Pfeife. Und wenn du hier... Selbst wenn du das normal machst, wenn du wirklich Sauerstoff einatmest und so heftig auspustest, merkst du, das ist nicht gut. Ja? Und nur den Rauch reinziehen die ganze Zeit. Glaub mir, macht bitte nicht diese Challenges, weil da habe ich auch schon gehört, dass es auch schief gehen kann. Und es ist auch nicht gut. Ja? Es ist nicht gut, Freunde. Es ist auch nicht cool. Ne? Es ist nicht cool, wenn man sagt, Digga, schaffst du 10 Züge so richtig powermäßig hintereinander? Dann sei nicht cool. Dann sei in diesem Moment nicht cool, weil, wie gesagt, ob nun Anfänger, Profi oder schon jahrelanger Raucher, ist bei jedem meiner Meinung nach gleich. Wenn du das so exzessiv dir reinzwiebelst, auspustest wie so ein Pferd, direkt wieder ziehst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Kreislaufproblem. Ja? Dann kannst du dir drehen, im schlimmsten Fall fällst du noch um. Nicht cool, Freunde. Guter Tipp von Tim. Grüße gehen raus. Nächster Anfängerfehler kommt von Makai. Nicht lüften und Kopfschmerzen kriegen. Auch sehr, sehr wichtiges Thema. Ich sitze zwar jetzt gerade hier im Videoraum und habe das Fenster zu, aber einfach nur, weil draußen ein bisschen zu laut ist. Macht das Fenster auf. Lasst Sauerstoff rein. Lasst den Rauch raus. So, weil wenn ihr gerade in so einem kleinen Raum seid und da irgendwie zwei Pfeifen sogar habt, die Kohle, auch wenn die an ist, heißt das nicht, dass die Kohle noch in Anführungsstrichen Giftstoffe aussprüht. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich denke mal, die meisten wissen, wie ich das meine. Habt ihr die Kohle an, habt ihr die Pfeife, es wird warm, nur die ganze Zeit Rauch, Digga. Du ziehst und in der Theorie ziehst du ja der Rauch, der raus ist, aus der Luft auch schon wieder ein, weil kaum Sauerstoff drin ist. Und damit kommt ihr auch safe. Kopfschmerzen, das ist bei vielen Shisha-Bars früher gewesen, heutzutage bestimmt immer noch, wenn da eine scheiß Lüftung eingebaut wurde. Ihr kriegt Kreislauf, euch dreht so ein bisschen, euch wird vielleicht auch schlecht, weil ihr einfach in dem Sud sitzt. Ja, ich weiß nicht, ob es über die Kamera rüberkommt. Hier ist es auf jeden Fall jetzt schon relativ stickig, das heißt gleich wieder Fenster auf, ein bisschen Durchzug, das Ganze raus, frischer Sauerstoff wieder rein. Eine Pflanze, die steht vorne am Fenster. Hier drüben auch noch eine, sehr gut, ja, gibt immer schön Sauerstoff das Ganze. Also, ganz, ganz wichtig, Freunde, lüften. So, ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Wir nehmen mal noch einen Tipp rein oder einen Fehler vom Torben. Früher hat es jeder gemacht, jeder, der zu meiner Zeit angefangen hat, um 2010, 2012, Tabakzange für die Kohle verwenden. Jeder kennt es, der damals in meiner Zeit angefangen hat, vielleicht heute auch noch. Ihr kauft euch eure China-Pfeife oder eure Kiosk-Pfeife und ihr habt diese kleine Drecksbilligzange. Und die nehmt ihr natürlich erstmal schön, um den Tabak umzurühren. Dann nehmt ihr das so, macht es in euren Tonkopf oder irgendwo anders rein. Dann ist sie noch leicht angesifft, vielleicht noch ein paar Tabakblätter. Und dann nehmt ihr die Zange auch. Oh, die Kohle ist fertig, Brudi. Nimmst du schön der Tabak da noch dran, komplett verbrannt, instant. Es stinkt, es wirft Rauch. Und dann die Kohle rein und dann zieht ihr und denkt so, Digga, was schmeckt denn hier so übelst verbrannt? Ist ja richtig räudig. Da muss ich, glaube ich, auch mal heftiger ziehen. Nehmt zwei Zangen oder nehmt eine Gabel. Nehmt einfach eine Gabel von Mutti, baut damit euren Kopf und holt euch meine geile Zange, die hat 3 Euro damals gekostet, reicht völlig aus. Da braucht ihr keine für 20 Euro oder eine heftige aus Edelstahl. Holt euch eine Zange, die einen guten Griff vorne hat, die die Kohle halten kann. Nichts Spitzes vorne unbedingt, weil das kann auch gerne mal passieren, dass ihr die Kohle greift und die dann so schwupp macht und dann springt euch alles im Zimmer. Auch nicht cool. Also, ja, ich würde nicht mal sagen, eine Tabakzange so, nimmt eine Gabel, nimmt irgendeine Gabel, Digga, oder nimmt einen Löffel, ist mir egal, nur nicht die Zange für die Kohle, weil das geht auf jeden Fall ganz, ganz schief und dann versifft die Zange und die Kohle ist eigentlich auch RIP, der Kopf schmeckt nicht und alles ist eigentlich...
So, Freunde, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, ich kann das relativ kurz und knackig runtercutten hier. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich finde das Format echt geil, weil ich habe jetzt auch nicht weitergelesen und hier sind noch sehr, sehr viele Leute, die kommentiert haben. Also Grüße gehen dort erstmal raus an die Community auf Instagram, die dort richtig heftig reingeballt hat. Lasst mich gerne wissen, feiert ihr so ein Format? Sollen wir das weitermachen? Also quasi, das ist jetzt Teil 1, vielleicht kommen wir bis Teil 3, Teil 4 oder so. Auf jeden Fall werden hier safe noch einige Dinge sein, die auch ich einfach nicht so pauschal im Kopf habe. Finde ich sehr, sehr geil. Grüße gehen an alle raus. Vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Sinne bin ich draußen. Haut rein, euer Schmiddi. Peace.